einer Bombennacht des Jahres 1944 hatten wir unser Einfamilienhaus verloren. An einem der letzten Kriegstage war mein Vater gefallen. Und Großmutter, die die Not der Nachkriegszeit damit gemeistert hatte, dass sie Hakenkreuzfahnen als Souvenirs an Amerikaner verkaufte, war 1946 gestorben. Meine Mutter war daraufhin in ein Sanatorium gekommen, wo sie ihre angegriffenen Nerven zu kurieren versuchte. Ich, Karl Kaiser, wohnte nun allein in der Laube, Nachbar der eigenwilligen Gigi, die mit ihrem kriegsversehrten Bruder gleichfalls ohne Eltern lebte. 1948, während die Rosinenbomber über uns hinweg in die von den Russen blockierte Stadt flogen, liebten wir uns zum ersten Mal. Im selben Jahr tauchte Schnüffelpaule bei uns auf. Eine Versicherung in Notzeiten, hieß es über ihn. Er sicherte nicht nur die Lebensmittelversorgung, er half mir auch zusammen mit Siegfried gegen Muchenfritz, den wir beim Entladen der Rosinenbomber kennengelernt hatten und der sich als lästiger Konkurrent bei Gigi entpuppte. Und die ließ es sich gefallen. Erst als Muchenfritz wegen irgendwelcher krummen Sachen im Knast landete und Schnüffelpaule nach Westdeutschland abgereist war, gab es die Versöhnung mit ihr. Das Auftauchen meiner Cousine Ingeborg aus der russischen Zone stellte allerdings alles wieder in Frage. Erst eine gelungene Hamstertour mit 3 Säcken Zuckerrüben als Beute brachte einen vorläufigen Frieden, der etwas länger hielt, weil ein neues Unternehmen uns völlig in Anspruch nahm. Onkel Huberts Leberwurstersatz, fast industriell gefertigt. Aus der russischen Zone organisierte Bierhefe wurde mit Milchpulver, Wasser und Gewürzen zu einer Paste verrührt, die während des Jahreswechsels 1948-49 in der immer noch blockierten Stadt große Beliebtheit errang. In den Vertrieb eingeschaltet war der Sohn unseres Fischhändlers, genannt Heringsbändiger, der zu Gigis großer Freude ein Auge auf Ingeborg geworfen hatte, und dieser Blick wurde erwidert. Das Gleiche war schon längst zwischen Wanda und Siegfried offenkundig. Weihnachten 1948 verlobten sie sich. Noch eine Person tauchte in unserem Leben auf, Sternchen Siegel. Bei ihm kamen mir die Verse einer märkischen Sage in den Sinn. Es war einmal ein Mann, der hieß Pumpan. Mückenfliegen ließ er, Wunderkraft bewies er, Land und Wasser trugen ihn, durch die Lüfte fuhr er hin. Gigi und Ingeborg, inzwischen Busenfreundinnen, waren sehr unternehmungslustig geworden. Diesmal hatten sie dem Ballhaus City einen Besuch abgestattet. Treffpunkt vieler GIs. Sie hätte ich gar nicht wiedergehört, aber ihr fliegt sehr raus. Die wollt ihr Schrott wegschmeißen, wie sie dachte, das ist das Tischtuch. Komm mal noch mit rein. Ach. Ende des Winterschlafs? Trennung? Willst du dich auch nicht gruseln? Ohne Ingeborg als Wärmflasche wirst du sicher erfrieren. Heute Nacht. Armer Karl Kaiser. Morgen früh finden wir dich erstarrt, die Augen offen und ein friedliches Lächeln um die Lippen, weil du an uns beide gedacht hast. Dann bleib doch hier. Danke für Backobst. Dass du mich wieder dazu erredest, mit dir zu pennen. Und dann denke ich eine Woche an nichts anderes mehr als an Karl Kaiser. Ja, doch nicht schlecht. Eine Verschwörung. Eine lausige Verschwörung. Gleich warm werden. Denkst du? Wenn nicht.
Na gut, aber nur zum Aufwärmen. Oh, hast du kalte Beine? Es ist so kalt da drüben. Ich komme zu euch. Oh ja, so ist gut. Wie war's denn nun? Lustig, ne? Der Ami war. Lange, ne? Wieder an der Tanzfläche stand. Ich dachte, der hypnotisiert jemanden. Und wieder plötzlich. Oh. Ja, also, ich glaube, gehen wir in Ingeborgs Bett. Gute Nacht. Ich hab dir ja gleich gesagt, nur zum Aufwärmen. Gigi und Ingeborg kicherten bis in die Nacht. Sie hatten es warm, aber ich fror. Nach Stunden war ich endlich eingeschlafen. Aber nicht für lange. Hey, komme! Bring Eimer mit! Verdammt nochmal, wie lange dauert das jetzt? Gott im Himmel, ich danke dir. Die Schlacht ist verloren. Viel blieb nicht mehr übrig von der Baracke, die einmal die ganze Kolonie versorgt hatte, außer, ironischerweise, etwas Brennholz. Vielleicht wandert ja doch Harry und Mochenfetze. Was sollen die davon haben? Ja, zuzutrauen wird ihnen ja. Dann fang nicht wieder damit an. Ich dachte, die sitzen. Darauf kannst du jetzt nehmen. Nee, Kuhvogel hatte Schuld. Hat er mir ja selber gesagt. Das Glut aus dem Ofen gefallen. Hat er abends noch nachgelegt. Richtig schade, dass jetzt hier alles vorbei ist. War eine lustige Zeit. Geld haben wir verdient. Tja, nur dass wir uns davon leider nicht kaufen konnten. Ja doch, künstliche Leberwurst. Ja. Ich höre Menschen lachen. Schön. Hallo. Lachen ist Optimismus. Werden wir brauchen können. Wir sind gerade am Ende. Oh.
Ende ist meist ein Anfang. Nehmen wir den Puhvogel. Hat viele Jahre lang die Menschen versorgt. Nur werden wir ihm helfen müssen. Ingeborg könnte Lebensmittel organisieren, damit die Leute was kaufen können auf Karten. Wird der Puhvogel jetzt machen in der Laube. Dann wird zu überlegen, wie wir ihm helfen mit den Behörden. Das könnte Friedrich regeln. Er ist ein Kriegsversehrter. Na, sie werden sich scheuen, mit ihm Zorris zu machen. Ne? Hoffe ich. Karl, du gehst mit mir zu den Amis. Natürlich da. Gott der Gerechte. Haben sie doch gestapelt, Barackenteile, alte, überall, von den deutschen Kriegsmaschinen. No, wir werden bauen damit neu. Alles ein bisschen größer und noch ein bisschen größer mit der Lokal. Mhm. Hubert müsste gehen zur Brauerei, damit sie ihn beliefern. Gut. Und woher soll Puhvogel die Konzession bekommen? Nicht er. Du. Sie werden doch einen Kriegsversehrten nicht verweigern, die Konzession. Bitte. Komm. No. Oh, Sie haben sicher das hier übersehen. Okay, ask inside. Thank you. No. No. Ja, zu klein. Wir haben gemacht im Frieden manche Geschäfte. No. Du willst die Barackenteile behalten? Gut. Wofür? Für die neue deutsche Wehrmacht? Neppisch. Na. Dieser junge Mann ist an dem ganzen Schlamassel genauso wenig schuld wie du und ich. Ich kann für ihn keine Ausnahme machen. Na, es geht ja gar nicht um mich. Sondern? Um einen alten Mann, der sonst keine Existenz mehr findet. Na, Sie können doch nicht alle Leute bestrafen, die nicht immigriert sind wie Sie. Und jetzt den kleinen Krauter, dem sein Laden abgebrannt ist. Dem alten Kommunisten. Sozialdemokraten. Na, brauchen wir dann keine Läden mehr? Ja. Der alte Mann hat die Fahne getragen. Er hat Flugblätter verteilt. Er hat Aktionen organisiert. Die Hälfte reicht auch. Demokratische, ne? Komm, trinken wir einen Kaffee. Kein Muckifuck. Gut. Oh, ja. Ey, Puhvogel, hast du mal ein paar Nägel? Eine Lieferung Nägel. Mühselig zusammengekratzt, kannst du ja glauben. Gut, danke. Aber ist ja schon schön. Mhm. Na ja. Platte, wir brauchen die nächste Platte. Ja, 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 kommt ja. Kommt alles. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. So. Ich schieb mal hoch. Ja, schieb hoch. Ja. Hallo, Jeter. Na, was hast du für Probleme, Mädchen? Ach du, das kriegen wir gleich. Warte mal, geh du mal oben rein. Ich passe hier unten auf. Na, siehst du. Schon drin.
Wo habt ihr denn die? Du wirst es nicht glauben. Ein guter Freund musste sie mir überlassen. Danke. Komm her. Ja. Ist nicht mehr ganz neu. Aber sie wird die Aufgabe erfüllen. Ne? Gut. Wanda, Kind, verhebt da bloß nicht. Ach, was? Wir können zwar nicht viele, aber was wir können wir. Ja, ja. 20 Stück. Also, nee. Ich bin das Feuer, nee, wirklich. Also, so viel Zeit gibt es. Dank der tatkräftigen Hilfe der Laubenbewohner konnte Puhvogels Baracke schon eine Woche nach dem Brand ihren Betrieb wieder aufnehmen. Alles ging so schnell, dass wir Richtfest und Einweihung in einem feierten. Da stand sie nun. Größer als zuvor. Wenn auch nicht schöner. Puhvogel hatte zwar einen neuen Laden, aber er spürte vielleicht, dass er als Teilhaber von Sternchen Siegel nicht mehr so ganz sein eigener Herr sein würde. Man muss glauben an die Zukunft. Deshalb wird es von nun an diese Gastwirtschaft geben unter der Leitung von unserem verehrten Friedrich. Auch der Laden vom lieben Herrn Puhvogel ist bemessen für die Zukunft. Sie werden sehen, Sternchen Siegel wird sich kümmern. Ja, und tausend Dank allen, die geholfen haben. Und hier für uns eine kleine Aufmerksamkeit von Sternchen Siegel. Eine ergreifende Rede und dieser eine unnachahmliche Rhetorik. Tag, Herr Blüte. Erinnern Sie sich, ich habe bei Ihnen immer früher die Schulhefte gekauft. Ach ja? Ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Was wäre eine Kneipe ohne Bier? Wohin damit? Bleib her! Abo! Jetzt kommt noch das Wichtigste, liebe Freunde. Wie wollen wir unsere Gaststätte nennen? Na, tausend schön. Mensch, zum grünen Kacker, du, das wäre doch hübsch. Was für ein Kacker? Oh nee, pompöser muss das sein. Blaue Jotte. Nicht schlecht. Na, wenn dit nüst ist, hä? Mann, zum marinierten Hering. Ist doch kein Fischladen. Ja, Mensch, das macht durstig. Leute, ich hab's. Was ist mit der knackte Maus? Ja, sehr gut. Darauf lasse ich es. Guter Fall ist knackte Maus ist doch beknackt. Oh, wow. Ich finde es sehr gut. Sehr gut. So wurde die beknackte Maus geboren. Jene Kneipe, die in den Vorortkreisen, bei Laubenpiepern besonders, schnell Berühmtheit erlangte. Onkel Hubert hatte einen Vertrag mit seiner ehemaligen Brauerei vermittelt, die ersten Fässer Bier waren angerollt, Sternchen Siegel sorgte für Schnaps, Heringsbändiger für Rollmöpse und Soleier. Alles wies in eine bessere Zukunft. Gleich am ersten Tag ging es bis in die Nacht. Bitte! Mann, saufen lieber weg! Wenn Sternchen nicht nachschiebt, dann können wir gleich wieder dicht machen. Na, dann müssen wir eben Cocktails machen. Marke Luftbrücke, wa? Mit 4 Wind und 3 Spritzer Motorenlärm. Na, Buseberg hat massenweise Stachel dabei. Der, von dem man Dünnpfiff kriegt? Na, das müxen wir denn mit Kartoffelschnaps. Ich rede mal mit Frau Buseberg. Tja, Faulkner. Ihnen wird Hemingway mehr liegen. Ja? Glaube auch, Herr. Sehr beachtlich, dass Sie die Amerikaner im Original gelesen haben. Die habe ich auf der Müllkippe gefunden. Und außerdem, ich habe inzwischen kaum noch Zeit zum Lesen. Es ist so viel zu tun. Machst du mir ein Bier? Klar. Das wird auch ein Ende haben. Nee, ich sehe da kein Ende. Hinter der Lokale stecken nur handfeste Privatinteressen. Hier bei BOAC zum Beispiel. Die verschartern ihre Schrottreifmaschinen in Luftbrücke. Wie viele Pinke?
120.000 englische Pfund. Pro Maschine. Prost. Trotzdem. Hat mich sehr gefreut. Kann doch schon mal die Abrechnung machen, oder? Alles klar. Tja, Wiedersehen. Ich schau mal wieder rein. Fährst du heim, Kapitän, kehrt mir gerne in die Heimat zurück nach Haus. Ich geh dann jetzt. Ja, ist gut. Ich möchte mich dann verabschieden. Es ist übrigens nicht so, dass mich Ihre Geschichte nicht interessiert hätte. Aber Skagerrak war mir im Moment zu fremd. Ich kann Sie ja vertraut machen. Ja, ich werde aber auch so langsam. Es geht wieder los in Berlin. Ach, was? Ja, Lust zu sehen. Ach, übrigens, Mathilde hat uns eingeladen. Es war zu. Nee, nicht schon wieder. Naja, also. Ich darf nichts sagen. Geht nach Amerika. Ich darf nichts sagen. Wenigstens ist es kein Ehe, bis morgen. Ein Hamburger Pferd, was das Rind, to my whole day, to my whole day. Day, was wär so schief, als den Schiff, was in Bain, to my whole day, whole day, whole day. Blow, voice, blow. So I am told on the banks of Sacramento. Blow, boys, blow for California. There's plenty of gold. So I am told on the banks of Sacramento. Ja, bin ich halt gespannt. A new record for airlift, 12,000 tons yesterday. Süß. That's fantastic. One aircraft landing is preußisches Gulasch. Wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Quartermaster. Ist dort. Das heißt, er war dort. Jetzt ist er in Frankfurt stationiert. Zeig doch mal hier. Let's take a stroll with Louis Armstrong up old Blueberry Hill. Was er selbst in Gebäude? Na dann, guten Hunger. Was verdient er denn? Auch Glatzhaster. Sein Vater hat eine Ladenkette. Und er ist ja Offizier. Und wann ist die Hochzeit? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß noch nicht. Die ist ja in Frankfurt. Denn in so ein fremdes Land. Ach, ich beneide dich. Da kannst du ja richtig einkaufen. Und da gibt's riesige Geschäfte. Da gibt's nicht nur eine Marmelade, da gibt's 100 verschiedene Marmeladen. Ja, und ein Brot wie Pappe. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich wollte nur eine Schippe machen für die Kartoffeln. Hätten Sie vielleicht 20 Gramm Mehl? Ja, nehmen Sie sich ruhig. Vielen Dank. Und guten Appetit. Dieses Schlurfen Tag und Nacht. Na, ist ja bald vorbei. Sag mal, die Leberwurstfabrik ist zu? Ja, ein Jammer, dass wir keine Bärung mehr gekriegt haben. War ein gutes Geschäft für alle. Und ihr habt richtig Geld damit verdient? Ja, wir haben alle gut verdient. Kannst du mir glauben? Mhm. Das ist eben die Frage. Ich bin ja wieder in der Brauerei. Die Luft war nur mit halber Kraft. Aber es sieht so aus, als ob sie was vorbereiten. Für das Ende der Blockade. Und du, Karl? Du musst doch mal langsam was für dich tun. Wenigstens mal zum Arbeitsamt. Ja, aber ich bin den ganzen Tag umher, um irgendwas zu besorgen. Man weiß ja nicht, was wird. Und was sagen denn deine Amis? Verschieden.
Die meisten jubeln, wenn es neue Luftbrückenrekorde gibt. Die können sich ja nicht vorstellen, dass es je wieder anders wird. Ja, bekommen doppelte Löhnung. Trennungszulage, Überseezulage, Blockadezulage, was weiß ich alles. Müsst du mal sehen abends in den Clubs. Die hauen Penunse auf den Kopf, da kannst du nur ehrfürchtig staunen. Mit ihren Dollar sind die sowieso Krösuse hier. 1 Dollar 4 Mark 20. West. Und die anderen? Die anderen sehen Zeichen. Die meinen, Stalin macht einen Rückzieher. Optimisten. Dann probieren wir mal. Mit Mut. Verdammt, der zieht einem ja die Schlüppe aus. Ist nicht wahr. Ein bisschen komische Farbe hat er. Nee, wirklich. Was habt ihr gegen meinen Stachelbeerwein? Der Schmerz im Schritt, du. Tag, Karl. Na, habt ihr schon mal mit dem Korn versucht? Und der Eichsel, der schmeckt ja noch mehr durch. Ja, also das ist jetzt Kirsch. Na, Kirsch? Na ja, vielleicht ist das die Lösung. Eine Variante, warte mal. Lass doch mal probieren, zum Abrunden. Geht oben auf. Ja, gut. Ja, ich muss sagen, der fühlt sich schon eher zu Hause bei mir. Ja, sehr gut, du, das ist schön. Na ja, dann will ich aber auch mal probieren. Ja? Bon fortunös. Na also, für dich auch. Ja, müssten wir nur noch einen zuchtkräftigen Namen finden dafür. Tja. Da müsste nur... Flotter Dreier. Flotter Dreier. Jut! Da ist 1,40. 1,50 pro Glas. Verstehst du? Dann machen wir da eben mit Kartoffelschnaps. Habe ich ja gute Verbindung zu. Und dann noch Kirsch. Und den würde ich ja gerne, also ich meine nur, wenn es recht ist, Agathe halb und halb nennen. Ja? Na, darum trinken wir da eben. Ja. Prost! Prost! Aus euren Gärten müsst ihr Felder machen. Bei uns in Hinterpommern hat man gleich Serratella und Winterlocken gesehen. Und Geluschken. Mann, löffelt der. Ey, Kartoffelschnaps bitte. Ja, ist gut. Ich zieh ab. Mach uns mal ein paar Agathe halb und halb. Nee, ich glaube, ich hab noch was abzuriehen. Kannst du nicht ein bisschen Chanel versprühen? Boah, mach bloß doch. Wisst ihr, was Peluschken sind? Die kleinen schwarzen Erbsen. Sie werden verschrotet und zum Brotbacken verwendet. Das streckt und schmeckt. Und im kalten Winter haben uns die Peluschken gerettet. Die gehen nicht so schnell kaputt. Interessant, nicht wahr? Peluschken. Sicher ein Wort slawischer Herkunft. Sie wissen ja bestimmt, Karl, dass Hinterpommern erst relativ spät an Brandenburg fiel. Im Westfälischen Frieden. Tut mir leid. Der Armin mit seinem Weißbrot. Sie können ja nicht dafür. Alle 14 Tage wurde gebacken. Und die Brotleiber, die wurden auf den Heuboden gebracht, wo die Luft ging. Da konnte das Brot nicht schimmeln. Wenn ich nur einmal in meinem Leben so ein Brot essen könnte. Da fällt mir leider nur Pommes und Trockenei ein. Das kannst du laut sagen. Ich muss jetzt gehen. Aber wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich doch mal in meinem Geschäft. Ich habe Ihnen einen interessanten Vorschlag zu machen. Aha. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, bevor wir ganz verhungern, versaufen wir lieber. Prost. Prost. Schön. Na? Warst du auf dem Arbeitsamt? Mensch, ich hab zu tun, siehst du doch. Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Mensch, ihr geht mir unheimlich auf den Senkel mit euren Vorhaltungen. Na, ist doch wahr. Lass mal gut sein, Junge. Das ist sowieso alles verrückt. Ich mach den Garten und wir haben gar kein Saatgut. Ingeborg hat mit Mühe in der Stadt ein paar Salat- und Radieschensamen aufgegabelt. Das wird schon wieder werden. Bei uns luft zwar auch bloß ein Kessel, aber immerhin, er luft. Ich wüsste, dass die Blockade bald vorbei ist. Dann würde ich mir die Mühe mit dem Garten gar nicht mehr machen und mir was Vernünftiges suchen.
Aber ich habe überhaupt kein Gefühl, wann der ganze Schlamassel vorbei ist. Essen ist fertig. Was gibt es denn? Na, was schon. Pommes mit Trockenei. Ich möchte mal wissen, wie Eichelkraut seinen riesigen Köter ernährt. Ja, was soll ich dir sagen? Er hat zwei Ami-Villen mit Sägergruben und die heben ihm die Küchenabfälle auf. Und wahrscheinlich ernährt sich nicht nur der Hund davon. Er sollte zum Essen eine Sonnenbrille aufsetzen, damit das Zeug wenigstens nach was aussieht. Wenn wir wenigstens ein paar Saatkartoffeln hätten. Oder Hafer. Heringsbändiger und Eichelkraut würden jeden Preis bezahlen. Für die Tiere ist es wirklich am schlimmsten. Erklär mal einem Pferd, warum es nicht zu essen bekommt. Was ist denn los? Er ist tot. Wer? Mein Vater. Heute Nacht, ich glaube, der wollte nicht mehr. Er ist 62. Er war doch gar nicht krank. Das begreift keiner. Heute früh ist er nicht zum Frühstück gekommen und da bin ich in sein Zimmer und da lag er tot im Bett. Er sah ganz friedlich aus. Sein Vater ist gestorben. Ich glaube, der konnte das nicht mit ansehen, wie wir den Trockenfisch verkauft haben. Und die euren Fischbuletten aus trockenem Brot und das Kartenkleben. Da wird man ja verrückt. Können wir dir irgendwie helfen? Hast du mir nicht mal was von einem Beerdigungsunternehmen erzählt? Von einem Regimentskameraden deines Vaters? In Spandau, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob es den dann noch gibt. Ich weiß nicht mal, was ich machen muss, um einen Sarg zu kriegen. Gibt es da Bezugsscheine für? Vielleicht beerdigen sie ja den Menschen jetzt auch in Papiersäcken. Ich kümmere mich drum. Nachmittag fahr ich hin. Wie der Herr über den Wogen wandelte, so wird nun auch seine Seele über den Wogen wandeln. Gott möge ihm gnädig sein. Amen. Amen. Ist es nicht eine schöne Rede gewesen? Hat er verdient, der alte Mann. Hat sich gemüht das ganze Leben, dass die Leute was zu essen haben. Heutzutage, das muss man bedenken. Der Sarg, den mir Edes Regimentskamerad besorgt hatte, war ein Jammer. Aber er entsprach unserer Stimmung. Gigi stand nur pro forma neben mir. Sie war eben nachtragend. Zur anschließenden Feier in der beknackten Maus erschien sie gar nicht erst. Einmal muss es vorbei. Nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt doch an uns zurück. Seemanns Braut ist die See und nur ihr kann der Traum sein, wenn der Sieg fühlt sein Lied zieht an Wind zu. Verbrennen ist besser. Die Würmer fressen dem Leichnam auf. Wenn er hingegen... Halt! Schnauze! Ja, halten Sie doch den Mund.
Sehen Sie denn nicht? Ich lass doch keine Würmer an den Körper. Noch ein Flotten Dreier. Könnte man das hier mal bitte frei machen? Hier. Was ist da los? Also, man kann doch nicht für den Rest des Lebens traurig sein. Ich habe mir gedacht, Musik bringt den Menschen Freude. Na, unser kleines Geschäft ist es auch. Willi! Ja, guck doch mal. Schön! Ja, akzeptiert. Und wir beide werden schon vertragen hier. Was ist denn das für ein Teufelszeug? Tja, that's America. Guck doch mal. Mensch, guck mal. Und? Es soll heute nichts kosten. Darf ich mal? Ich bitte darum. Komm her, Mädels. Zu dir. Ach, er ist völlig matsch. Das darf er heute sein. Morgen muss er sich wieder ums Geschäft kümmern. Es gibt bald wieder frischen Fisch. Prost. Die Leute warten auf die Zukunft. Dabei ist die Zukunft längst da. Menschlein. Sag mal, den Sessel von Oma hast du doch noch. Zerhack ihn bloß nicht. Er war ein Geschenk. Der Präses der evangelischen Kirche von Graudenz hat ihn Oma gegeben. Komm, lass uns ein Stück gehen. Ja, so waren die Menschen damals. Die waren noch gut zueinander, Karl. Heute das Beste. Ach, ich habe ja ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erzählen. Ich werde entlassen. Du wirst entlassen? Ja. Sie sagen, ich bin wieder gesund. Wir wollen nur noch abwarten, bis die Blockade vorbei ist. Ja, meinst du denn, dass die Blockade... Alle hier sagen, dass sie bald vorbei ist. Tja, naja, dann müssen wir alles vorbereiten. Ach, muss nichts machen. Kann mir schon denken, wie es zu Hause aussieht. Das nehme ich mir schon vor. Hab ja sonst nichts zu tun. Verstehst du mich auch richtig, Mutter? Ich meine die Laube. Ich weiß, das Haus ist zerstört. Ich vergesse es nur manchmal, weil ich so krank war. Aber langsam fällt mir alles wieder ein. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. Sie hören in Kürze ein Kommuniqué der vier Großmächte zur Berliner Blockade. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte zur Berliner Blockade. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte zur Berliner Blockade. Achtung, Achtung! Hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte zur Berliner Blockade. Kannst du mal hören? Wer war du Russisch oder nicht? Du bist direkt aus der Luft versorgt. Du leg doch mal endlich los da oben. Genau. Ja, meine Rolle. Was ist das, dass ihr denn nicht die Laden klaut? Ich pass schon auf. Hast du was gesagt? Nee. Hier ist RIAS Berlin. In den Hauptstädten der vier Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben, dass die Blockade Berlins sowie die Gegenblockade am 12. Mai aufgehoben werden. Ja! Das Kommuniqué über die Vier-Mächte-Vereinbarung hat folgenden Wortlaut.
Die Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika haben das folgende Einvernehmen erzielt. Alle seit dem 1. März 1948 von der Sowjetregierung verfügten Beschränkungen der Nachrichtenverbindungen, des Verkehrs und des Handels zwischen Berlin und den deutschen Westzonen sowie zwischen der Ostzone und der Westzone werden am 12. Mai. Tag. Tag. Schön, dass Sie gekommen sind, Karl. Setzen Sie sich doch. Ja, danke. Tja, ich habe es mir lange überlegt, aber jetzt möchte ich es kurz machen. Wollen Sie bei mir anfangen? Ich? Als Buchhändler? Aber ich habe doch gar keine Ahnung. Wir können es ja ausprobieren. 3 Monate, ein halbes Jahr. Die Blockade ist zu Ende, alles wird wieder normal. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie das aussieht. Normal. Aber es wird wieder Bücher geben. Und wenn die Leute sich erst einmal satt gegessen haben, werden sie auch Bücher kaufen. Mensch, ist ja Bohne. Das ist ja eine richtige Karriere. Vom Leberwursthersteller zum Buchhändler. Naja, so wenn schon Buchhändlergehilfe. Ich ziehe übrigens zu Heringsbändiger. Ach, da muss halt Karl mit meiner Mutter alleine wohnen. Tja, ob das gut geht? Sie müsste jemanden haben, um den sie sich kümmern kann. Friedrich. Sie soll sich um Friedrich kümmern. Der zieht dann zu euch und du? Ach, was plapper ich denn? Ja. Warum nicht? Naja, aber ob es allen Beteiligten recht ist? Guten Tag. Ich hoffe, ich störe die Herrschaften nicht. Nein. Setzen Sie sich doch. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Heute Nacht wird der erste Lastkraftwagen kommen. Ich dachte, man sollte ihn vielleicht begrüßen. Mitten in der Nacht? Na ja, die Szene wird schon erleuchtet sein. Ich verspreche mir hochinteressante Erlebnisse. Sternchen Siegel hatte wieder einmal recht gehabt. Am Kontrollpunkt 3 Linden war ein Menschenauflauf. Wir warteten schon seit Stunden und nichts passierte außer immer neuen Gerüchten. So wurde uns die Nacht wenigstens nicht lang. Sie werden bald da sein. Sie kommen! Zurückbleiben hier!
Ja, der kommt ja. Na, er kommt da ja. Ach, das ist ein Jeep, ey. Das ist er gar nicht. Oh, Mann. Ich glaube, die verschaukeln uns wieder. Fehlalarm, wa? Jeep. Komm, ich spiele weiter. So eine Aufregung und dann so ein popeliger Jeep. Ach, was ab, die kommen schon noch. Dein Optimismus möchte ich haben. Hey! Es ist ein Tag, der wird sich eingraben in unser Herz. Drei, vier. Links. Schaff's nicht. 30, 33. Okay, haben die was weiter? Spiel du. Du? Ich denke, es muss geben, mal dran. Dran Hand. Da sind sie! Jetzt kommen sie endlich! Und hier oben kann man noch viel besser sehen. Das sind sie! Ja! Fahrt durch die russische Zone. Nein, es gab keine Zwischenfälle. Wir wurden viermal kontrolliert. Ansonsten war es alles ganz prima. Wie viele Stunden sind Sie gefahren? Wir sind jetzt über 6 Stunden unterwegs. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Verlobung meines Bruders. Oh.